Hallo Freunde und herzlich willkommen. Heute geht's mal in die Abgründe. Hallöchen auch von mir und viel Spaß beim Schauen. Übrigens, wenn ihr euch jetzt dieses Video mal anschaut, achtet mal auf die Komponenten, die verbaut worden sind, um diese ganze Anlage auch drucktechnisch abdichten zu können. Jetzt achtet vor allen Dingen mal auf diese vier Säulen, die dort sind. Das ist ein kleiner Mini-Fahrstuhl, der hier gelaufen ist. Damit hat man Munition zu den Schartenständen gebracht. Nachdem ich jetzt endlich die richtige Helligkeit für die Kameraführung gefunden habe, hoffe ich natürlich immer, dass der Fokus der Lampe auch in der Mitte des Tunnels ist, so wie es jetzt eigentlich sein soll. Ihr seht da auf der linken Seite vor euch so ziemlich rostig, nämlich einen Tank. Einen Bunker-Tunneltank. Der ist dieser Form des Tunnels angepasst und wurde genau dort entsprechend platziert, sodass ihr den oberen Rundbogen im Tank auch immer abdrücken könnt. Und dann gibt es für diese Anlage eine autarke Wasserversorgung, die ist zwei Etagen tiefer, also eine Etage tiefer ist diese Pumpe und zwei Etagen ist dann das Brunnenrohr, aus dem das Wasser gesaugt wird. Wer schon mal Sprengungen, ich sag mal so, in seiner Ausdehnung und Explosionsradius mal verfolgen konnte oder gesehen hat, welche Abdrücke eine Sprengung hat. Also ich kann es nur mal sagen, in dem Ort WW in Brandenburg gibt es an der Dornbuschmühle eine Fläche, da ist eine Mörsergranate an der Wand explodiert und hat die Splitterwirkung richtig im Kreis im Stein eingefräst. Also es sieht wahnsinnig toll aus. Da könnte ich sogar mal ein Bild aus dem Archiv raussuchen. Aber der Punkt, der hier jetzt ist, in diesem Tunnel hat man unten auf dem Boden rechts tatsächlich an der Wand gesprengt. Und die Druckwelle ging natürlich nach oben in die Decke, ging in die Weite, aber hat sich vor allen Dingen halt auch im Tunnel verloren. Weil das pumpt es halt nicht einfach mal so auf. Aber die Druckabdrücke, hier seht ihr das. Das ist einer von den beiden Sprengungspunkten. Das sieht natürlich fantastisch aus, wenn man das auch mal von der Seite so sieht, wie sich so eine Sprengung eindrückt. Vom Hauptgang gehen nach links die Wohn- und Schlafräume ab. Natürlich auch der Funkraum, das zeigen wir euch nachher noch genau. Die gehen alle nach links ab. Das ist also hier eine bautechnische Sache, wie man sich das hier vorgestellt hat. Das ist ja alles unterirdisch gegraben worden. Worauf ihr natürlich jetzt hier genau achten solltet, die Risse, die in der Decke sind, sind auf der einen Seite natürlich ideal, um auch mal zu schauen, auf welche Art und Weise man es gebaut hat. Also ihr seht hier eine Eisenbahnschiene, die da verbaut worden ist und das Moniereisen ist sozusagen nur die Verstärkung. Aber um den Tunnel zu graben, wurden über die Eisenbahnschienen diese Holzlatten geschoben, also in den Sand hineingedrückt und dann das drunter freigegraben. Eine ganz interessante Sache und nur da, wo das halt aufgesprengt ist, kann man das heute noch sehen. Der Nachteil der Sprengung ist allerdings auch, dass durch die Risse in der Wand der ganze Sand in die Anlage gefallen ist. Das gesamte Material sackert also wie eine Eieruhr hier rein. Und erst dann, wenn der untere Kegel den oberen Durchfluss erreicht hat, stoppt das Ganze. Es gibt tatsächlich im Ostwall an der Ludendorff-Stellung zum Beispiel einen riesigen Trichter an der Oberfläche, der dadurch entstanden ist, dass sich unten der Stollen gefüllt hat.
Jetzt kommt gleich ein Schacht ins Bild. Das ist hier ein Durchgang zu einem Fahrstuhlschacht. Wir vermuten natürlich auch, dass da ein Treppenhaus in Stahlbauweise drumherum ging. Geht 20 Meter hoch und dann war oben ein Panzerwerk, das natürlich dann auch von hier mit Munition versorgt wurde. Was natürlich erwähnt werden muss, die Anlage war komplett ausgeleuchtet. Also hier seht ihr die Kabel für die Beleuchtung. Da waren die Schalter dran, Abzweigdosen waren dran. Das ist alles abmontiert worden. Oben sind noch die Lüftungsrohre zu sehen. Hier links noch Kabelschellen und so weiter fürs Telefon, für die Kommunikation. Das war ja damals tatsächlich Selbstwählverfahren. Ihr werdet es nicht glauben. Das, was wir heute kennen, so von ganz normal, man wählt eine Zahl, das war damals Hightech und es war schon in den Bunkeranlagen eingebaut. So, jetzt im Bild seht ihr gleich die zweite Sprengung. Achtet mal auf den Beton, da könnt ihr sehen, was die Sprengung für Auswirkungen im Beton hinterlassen hat. Guckt euch einfach mal die Ringe an. Man muss das natürlich richtig ergänzen. Der Punkt an der Sache ist, hier ist ja kein Sprengstoff in Reinkultur hochgegangen, sondern die Russen haben für diese Sprengungen tatsächlich Fundmunition genommen. Also Bombengranaten, die wurden da aufgestapelt, wurden mit einem Außenzünder versehen und dann hat man das mit einer Sprengladung hochgegangen und aus Sympathie haben sich die Granaten angeschlossen. Deswegen seht ihr auch so viele Splitterwirkungen im Beton, die weit, weit irgendwo eingeschlagen sind. Da ist der Grund für die vielen Löcher, die drumrum sind. Ich bin immer davon fasziniert, dass man ja all diese Rohre, all den Stahl, alles, was man an Elektrokabeln braucht, immer schon vorher bedenken musste, um bei Betonwänden das Einbohren, das Öffnen und so weiter sparen konnte. Man glaubt gar nicht, wie präzise die Pläne für den Guss waren, damit auch Rohre schon durch den Beton hindurchgehen, damit auch die Kabel schon als Kabeldurchlässe schon vorhanden sind, damit der Elektriker nicht mehr bohren und stemmen muss. Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit heute auf normalen Baustellen verloren geht, weil jeder Handwerker seine Kabel irgendwo seine Rohre irgendwo durchziehen muss und muss sich dafür in den Wänden erstmal Öffnungen schaffen. Das ist alles hierfür gar nicht gebraucht worden. Der nächste Raum ist jetzt der Raum des Funkers, also Kommunikation. In dem Falle Telefon natürlich, Funkmeldungen von oben kommen rein. Das sieht man meist bei den Bunkern immer an diesen vielen, vielen, vielen Kabelhaltern und vor allen Dingen natürlich an diesen Metallen, die rausragen aus dem Beton. Muss man einfach mal ganz kurz erklären. Da ist ja ein richtiger Guss, Stahlgusskasten dran, in dem die Technik sitzt. Das ist nicht so wie heute, dass man da so einen Plastikkasten ransetzt und dann hat man da drin seine Elemente. Nein, damals war das tatsächlich alles Eisenguss. Und der musste natürlich stabil befestigt werden. Das wurde aber vorher auch schon wieder im Beton eingegossen. Es ist einfach Wahnsinn. Und wenn ihr jetzt hier mal an die Wand schaut, dann seht ihr diesen blauen Strich. Das war tatsächlich Schmuck damals. Man hat nämlich die untere Seite tatsächlich mit Farbe gestrichen. Der blaue Strich markiert sozusagen das Ende der Tapete. Und dann waren auch noch die Halterungen für die Westwallbetten dran. Das sind dann immer drei Betten, die an den Ketten dranhängen. Und das ist überall in jedem Bunker das Gleiche.
Jetzt kommen die Schlafräume. Der vordere Anteil ist für die Mannschaft und der hintere Anteil ist für die Offiziere. Den Offiziersschlafraum kann man im Prinzip daran erkennen, dass der ein bisschen hübscher gemacht wurde. Man sieht im Prinzip diesen roten Strich. Unten drunter ist es tapetenähnlich angemalt, um einfach ein bisschen, ja, ansprechender zu gestalten. Was wir euch insgesamt natürlich nicht zeigen können, diese langen Gänge, die sind ellenlang. Also da geht es über 300, 400 Meter lang und dann zweigt das auch noch 3-4 Mal ab. Da sind einzelne Bunker, die von diesem Gang erreicht werden können und dann natürlich von diesem Gang auch entsprechend versorgt werden. Da gibt es aber keine Bahn oder ähnliches, das ist je nach Größe der Anlage immer verschieden. Ja, ein Kollege von uns geht doch einfach mal in den Tunnel rein, damit ihr auch mal die Dimension ein bisschen sieht. Und wenn dann am Ende nichts mehr zu sehen ist, ist der noch lange nicht am Ende. Also der läuft da einfach noch weiter. Mit welcher Präzision und auch, ich sag mal, Formgestaltung man dazu weit war, könnt ihr euch an manchen Bunkern angucken. Aber wie viel Metall in solche Rundbögen hineingelegt wird, solche Ecken und Kanten, das ist eigentlich Wahnsinn. Und trotzdem hat man es gemacht, da sind also Tonnen von Metall verbaut worden. Ja, wir gehen nochmal raus. Hier seht ihr nochmal den Tank, der hier ist. Der ist ein bisschen eingebeult. Auch das kann ich euch kurz nur erklären, damit ihr das versteht. In dem Bunker, in dem Stollen ist gesprengt. In dem Tank ist ein bestimmtes Luftvolumen. In dem Moment, wenn die Sprengung erfolgt, ist das Luftvolumen, also der Druck außerhalb des Tanks, tausendfach größer als das Volumen im Tank. Und damit wird er einfach zusammengepresst. Ja, und jetzt kommen wir an die Hauptdruckschleuse. Alles, was rechts, links, oben im Beton sozusagen an Rohren rauskommt, ist alles das, was durch den Kabel, auch dieser Schacht hier, alles in der Wand sozusagen verbracht werden muss an Kabeln und anderen Medien, sagt man ja heute, die dann an den Außenpunkt geführt werden. Das heißt also, wenn hier in dem Schacht eine Granate hochgeht, weil der Feind das Panzerwerk oben erobert hat, dann kann man da das Tunnelsystem trotzdem noch drucktechnisch vom ganzen Teil abtrennen. Eine ganz pfiffige Sache, richtig Ingenieurskunst. Ja, wir gehen die Treppe wieder nach oben und das ist für uns jetzt sozusagen das Zeichen, dass wir uns von euch verabschieden wollen. Ja, hiermit endet auch unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gespannt auf unser nächstes Video und habt noch einen schönen Abend. Ciao. Auch ich schmelze dahin, wenn Katrin ihr Ciao loslässt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, habt ein schönes Video gehabt und wir sehen uns natürlich nicht ohne nochmal zu sagen. Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern, wir bedanken uns bei allen Zuschauern und freuen uns, wenn ihr mit uns das nächste Mal in den Untergrund geht. Übrigens nur so eine kleine Randbemerkung. Demnächst heißt es wieder, die Focken ist im Tal.